2. Auf jeden Fall haben wir bis jetzt Raditz besiegt, haben Son Gohan ausgebildet, haben gegen Vegeta und Nappa gewonnen. Leider Gottes sind unsere Freunde im Kampf gestorben und nun sind wir auf dem Weg nach Planet Namek, um sie wieder zu beleben. Und die Reise fängt genau jetzt an. Schön, dass du auf jeden Fall dazu geschaltet hast. Ich hoffe, du hast viel Spaß gleich bei der weiteren Herangehensweise in dieser Story. Ich muss dazu sagen, so erster Part hat mich sofort weggeschockt. Also als ich gestern wirklich das Spiel angefangen habe zu spielen, ich habe wirklich selten so ein gutes Spiel gespielt. Nicht nur, weil ich Dragon Ball Z liebe, sondern einfach auch, weil es gab jetzt bis jetzt sehr, sehr viele Dragon Ball Z-Spiele, aber noch nie eins, das so dynamisch bis jetzt war, wie dieses Dragon Ball Z Kakarot. Deswegen, also, was soll ich dazu sagen, weißt? Kauft es einfach, spielt es selber, lasst euch überzeugen von diesem schönen Spiel, von diesem dynamischen Gameplay, von dieser prachtvollen Idylle, von diesem prachtvollen Quest und Nebenquest und was ihr da alles machen könnt und blabliblub. Also das jetzt alles zu erzählen, das würde wirklich Stunden in Anbetracht ziehen. Deswegen einfach zugucken, Schnauze halten und spielen. Ja, Freunde, schaut euch diese schöne Landschaft an. Wow. Und wir sind Son Gohan. Also wir sind jetzt auf dem Weg zum Kilindorf. Genau, um das Rezept für Chichis neues für ihr neues Gericht zu suchen. Ja, und das machen wir jetzt. Entweder wir rennen oder aber wir fliegen. Aber weißt du was? Ich habe einfach Bock, ein bisschen zu rennen. Ich habe einfach Lust zu rennen. La 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 la. Wir können nicht durch diesen Bereich. Das ist ja komisch. Dann müssen wir, glaube ich, auf die Weltkarte drücken. Genau, auf die Weltkarte. Oder aber wir dürfen gar nicht dorthin gehen. Also müssen wir einen kleinen Umweg fliegen. Ja, das machen wir. Dann halt so. Oh nein, Olong! Was machst du hier, Mensch? Die kleine Schweinchen, ne? Lernt auch nie dazu. So, ich glaube, wir sind bei unserem Ziel angekommen. Ja. Hier müsste irgendwo das... Ah, da ist das Dorf. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Bisschen zu hoch. So, wo haben wir den? Ja. Hallo, ich möchte was kaufen. Hallo. Du bist ein Freund von Mama, oder? Ach, und wer bist du? Hallo, ich bin Son Gohan. Ich bin Chichis Sohn. Ach, du bist Chichis kleiner Junge. Deine Mutter hat mir zahllose Male geholfen, weißt du? Immer wenn ich gerade wieder vom Wölfen oder wer weiß was angefallen werde, rettet sie mich. Ja, Mama ist stark. Das macht das Einkaufen echt zu einer besonderen Herausforderung. Das sage ich dir. ja, das klingt hart. Ach, vergib mir. Brauchst du was? Oh ja, stimmt. Ich glaube, du hast meiner Mama neulich ein Rezept gegeben. Aber sie hat es verloren. Könntest du uns nochmal sagen, was es war, wenn es keine Umstände macht? Okay. Für das, was deine Mama alles für genannt hat, schulde ich ihr etwas. Hier schreibe ich es für dich auf. Rezept bekommen. Fleischgang. Oder man könnte sagen Fleischgang. Ah, cool. Sie haben noch mehr gekriegt. Diese Frau ist echt komisch.
Ja, machen wir uns mal ein bisschen im Dorf. Rund. Pestwurzelblätter. Okay, gleich hier könnten wir uns was zu essen machen, wollen wir aber nicht. Aber wir gehen mal ein bisschen hier rum. Was gibt's hier? Zwiebeln. Ja, wir haben Zwiebeln gekriegt. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich bin so gespannt auf diesen Planet Namek-Arc, ne? So mit Frieza, mit der Genie Force. Ich hoffe, die haben auch die Szene eingebaut, wo Son Goku über Dings geht, über 150.000. Und wo Captain Genie und Dragon Ball Z überhaupt nicht klarkommen. Was? 120.000? Ja, er hat die zwei übersprungen. Oh, hier gibt's noch jemand stärkeren als mich. Aber erstmal müssen wir zurück zu Mama. Ah, was ist das? Ich habe irgendwas ausgelöst. Ja, also. Oh, ey, das ist cool. Oh, das ist chillig. Ja, ah, stimmt ja. Wir müssen ja auch diese kleinen Punkte hier alle einfangen, ne? Oder einsammeln. So, aber jetzt geht's erstmal zurück. Mama, ich bin da. Opa ist immer am coolsten, ne? Der Opa ist ganz immer auf Son Gohans Seite, immer gechillt. Ach, Gigi, lass ihn doch. Er will halt werden wie Papa. Ja, dann kochen wir mal ein Gericht. Oder war das ein komplettes Menü kochen? Ja, genau, stimmt. Ein komplettes Menü kochen. Ein Fleischgang, der nicht nur sättigt und Energie gibt, sondern einem auch das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. 1625 TP, ein Ki und 10 auf Nahkampfangriff bekommen wir dadurch. Oh, brutal. Dann lassen wir Chichi mal kochen. Mmh, das sieht lecker aus. Oh, das ist cool. Oh, das haben die richtig gut gemacht. Genau, das hatte ich im letzten Video ja auch gesagt gehabt, ne? Das, was ich wirklich sehen will, ist das, wenn die essen. Nun, Roshi hat sich um uns Sorgen gemacht. Meinst du wirklich? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, Mensch. So. Auf jeden Fall sind wir gut vorangekommen, definitiv. Ach, Bruder, heul mal nicht rum. Ich habe bloß nicht auf mein Handy geachtet, weil ich bin voll in dem Spiel drin, eher. Was geht ab? Was machst du? Oh, Bruder, bei dir läuft. Also ich wollte eigentlich Döner essen gehen, also wenigstens eine Rolle mit Pommes oder so, aber dann bin ich nach unten gegangen in die Küche der Liebe.
Suppe. Und dann habe ich mir Sandwich gemacht, Bruder. Zwei Vollkorntoast schön mit alles drum und dran, mit Eisbergsalat, mit Tomaten. Dann dazu einen Kaffee und einen Joghurt habe ich gegessen, Bruder. Auf jeden Fall, ich bin richtig gut gelaunt und richtig food. Aber ein Rollo wäre natürlich brutal gekommen, ne? Was für eine Pizza hast du dir geholt? Aber seit wann ist du Brokkoli, Bruder? So kenne ich dich ja gar nicht. Was passiert? Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an, ne? Auf was Neues. Aber so mein Ding ist das überhaupt nicht, Digga. So Brokkoli auf Pizza kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, Mann, das Spiel ist heftig. Wirklich, Bruder, das Spiel ist unnormal heftig. So, die haben komplett neue Mechanik benutzt für das Spiel. Das Spiel fühlt sich auch so richtig flüssig an, weißt du, was ich meine? Deswegen macht das Spiel auch heftig Spaß. Wäre das jetzt genauso das gleiche Spiel, so von der Mechanik, so wie Xenoverse und die vorherigen Teile, oh, weiß nicht, hätte das auf jeden Fall nicht so viel Spaß gemacht wie das hier, ne? Aber ich kann dir sagen, eins, Bruder, ich werde definitiv morgen eine Pizza essen gehen. Oder einen fetten Döner essen, Alter. Ich hab richtig Hunger. Ey, weißt du, was heftig ist? Digga, das Problem ist, Pristina hat zugemacht, soweit ich weiß. Weil ich war letztens mit Oz da in der Richtung und, Pristina war auf jeden Fall nicht mehr da. Die haben da jetzt so wieder so einen Schnellimbiss reingehauen. Ginani, Pristina, Bigemo, Ayabella. Die anderen Sachen darf ich leider nicht singen, Bruder. Das ist nicht gerecht für meine Zuschauer. Geil, ne? So viele Dings, Alter. So viele Level. Ab nach Meister Quitte. Ja, Bruder. So ist das. Was geht bei dir? Musst du morgen arbeiten oder hast du frei schon wieder? Wo musste ich kichern? Oh, ganze Woche frei oder was? Ja, das tut gut. Das glaube ich dir. Natürlich gibst du dir dann eine schöne Baba-Pizza. Asche. Boy. Yeah.
Ni No Kuni 2, du meinst auf PlayStation 4? Nein, überhaupt nicht. Das Spiel hat mich einfach hardcore enttäuscht, Bruder. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du ja selber, ne? Hatten wir ja gekauft gehabt. Ja. Deswegen niemals. Aber ich werde definitiv Ni No Kuni 1 spielen. Ich habe das auch auf Rechner. Deswegen, das werde ich definitiv auch anzocken. Einmal so ein richtig komplettes Let's Play von Ni No Kuni. Dann hole ich mir wieder meine Katze, ne, Felix. Dann hole ich mir diesen kleinen Piratenkatze. Das wird auf jeden Fall richtig gut. Also auf Ni No Kuni habe ich Bock. So Resident Evil werde ich morgen spielen. Also morgen geht Part 2 weiter. Ich werde das jetzt immer so machen halt, ne. Ich spiele halt ein Spiel. Sagen wir jetzt zum Beispiel Dragon Ball. Ich spiele 2 Tage hintereinander Dragon Ball. So, dann hau ich mal wieder ein Part von Resident Evil rein. Aber ich werde definitiv morgen ein Resident Evil Part aufnehmen. Aber ich versuche ziemlich lange den Part aufzunehmen. Also sprich so 3-4 Stunden. Weil ich denke, ich bräuchte für das Spiel... Guck mal, ich habe jetzt eine Stunde gespielt. Ich bräuchte ungefähr 4 Stunden. Ja, 4 Stunden müsste ich jetzt noch spielen, dann wäre ich durch. So, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen, weil ich sagte ganz ehrlich, Resident Evil 2, wenn Resident Evil 3 genauso wird wie 2, ne, dann haben die eines der geilsten Spiele überhaupt gemacht, weil ich finde, meiner Meinung nach, Resident Evil 2 ist einfach richtig lecker. Richtig lecker. Ja, Bruder, das waren auf jeden Fall noch Zeiten, ne? Die schönen alten Zeiten, Bruder. Da waren wir noch glücklich und jung. Und da gab's noch keine Liebe. Ich hab dich geliebt. Das ist das. Da gab's noch keine Liebe. Ja, und Stapfi. Das gab's auch noch nicht. Es kam alles leider Gottes und hat uns komplett geändert. Es reicht, die Grenze erreicht. Genau so. ちょっと人探しに出て行ってんな。人探し？ランチさんという以前うちに居候しとった女の人がいるんじゃが、天津飯を追いかけて出て行っただけに、サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。それでクリリンやブルマたちに、あの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。 何かあったんですか？さっきテレビを見とったら、西宮湖の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西宮湖に行ってもらうためにクリリンたちの狩りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃあ僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんはとびきりの美人です。マウチ。それから Welche Folge bist du denn bei One Piece, Bruder? Oh, 881, wo ist denn das? Da müsste, du bist schon durch, ne, mit Big Mom. Die müssten jetzt in Reverie Arc sein, ne? Ja, Bruder, ich finde sowieso, Katakuri haben die richtig gut hingekriegt. Aber... Man muss auch so sagen, also meiner Meinung nach, ich denke, dass eigentlich Katakuri gewonnen hätte. Hundertprozentig. Das Problem war bloß, dass er noch nie gegen jemanden gekämpft hat, der so stark, der so Ausdauer oder so einen Willen hatte wie Ruffy.
Weil ich, guck mal, das Ding ist so, guck mal, egal gegen wen Katakuri gekämpft hat, die waren bestimmt alle richtig schnell Knockout. Weil er konnte in die Zukunft sehen, weißt du, was ich meine? Aber Ruffy hat das einfach so gelernt, ne, während des Kampfes. Deswegen, der hat sich bestimmt auch richtig gewundert. So, er sagt, wow, Ruffy ist richtig stark geworden und bla bla bla. Westliche Hauptstadt. Ab geht's. So, da ist westliche Hauptstadt. Aber weißt du, welche Szene mir am meisten gefallen hat, Bruder? Bei dem Kampf Katakuri gegen Ruffy, wo seine kleine Schwester Ruffy abgeschossen hat mit diesem Giftpfeil. Und dann Katakuri hingegangen ist und sich die Dings ausgezogen hat, den Schal ausgezogen hat. Und er sagt so, wenn du über ihn lachst, dann kannst du auch über mich lachen und so. Und danach nimmt er so seinen Dreizack und sticht sich selber ab. Boah, heftig, ne? Digga, das ist das Ding, weißt du, was ich meine? Die haben sich beide so gegenseitig so anerkannt als Männer. Ja, das ist sowieso das eine meiner Lieblingsszenen überhaupt in diesem ganzen Arc. Oder wo Jinbei sagt zu Big Mom, ich habe keine Angst vor dir, ich bin jetzt ein Mitglied des zukünftigen Königs des Piratens. Das ist auch geil. Oh nein, Songwon, genau an die falsche Frau. Oh nein, wir kämpfen. Und wir kämpfen auch noch gegen Lunch. Und Son Gohan denkt, die andere Person wäre die richtige Lunch, ey. Heftig, richtig twisted. Ja, Son Gohan, man. Musst du zuhören. Ziehen schon gut was ab, ne? Also da muss man definitiv aufpassen. Aber wir sind Son Gokus Sohn, wir machen den Platt. Masenko! Und der erste Knockout. Weiter geht's. Los geht's, Son Gohan. Also ich weiß auf jeden Fall eines, nach dem Kampf müssen wir uns ein bisschen aufleveln. Weil das ist schon krass. Also die sind beide auf, die sind alle drei auf 18 gewesen. Und wir sind auf 14. Das kann ja nicht angehen, wir müssen Son Gohan viel stärker kriegen. Aber dafür haben wir jetzt auf jeden Fall keine Probleme gehabt in diesem Kampf, aber wie ich gesagt habe, hundertprozentig, wir werten jetzt ein bisschen Son Gohan auf. Äh,
Ob ich Son Gohan nehmen muss? Nein, du spielst halt immer mit jedem Charakter. Weißt du, was ich meine? So wie die Geschichte halt gerade ist, spielst du die bestimmte Person. Deswegen, wir sind gerade Son Gohan. Die hat hier voll den Crush auf Tenshin Han, ne? Aber diesmal werde ich dafür sorgen, dass er sich in mich verliebt. Halte durch, Kumpel. Ich komme. Ja, sie meint Tenshin Han. Das sieht man ja auch bei Dragon Ball Z. Die sind ja die ganze Zeit zusammen da irgendwo bei Muten Roshima am Chillen. Und dann gibt es diese Szene, wo die in der Bar ist und dann sich richtig volllaufen lässt und über Tenshin Han nachdenkt. Alles real. Es ist real love. So, was habe ich gesagt gehabt? Wir werden jetzt erstmal Son Gohan auf. Aber das geht nicht so weiter. So, super Angriffe, Fähigkeiten bauen. Pop. So, Körpereinschlag, Einklang, blablabla. Masenko Stufe 3. Nein, alles nacheinander. Erfordert wohl nur. Okay. Masenko Stufe 3. Okay, auf dem Trainingsgelände. Was ist das? Körpereinschlag, okay. Das können wir nicht machen. Super Erholung. Harter Schlag, 5% auf ausgeteilten Betäubungsschaden. So, jetzt gehen wir da hinten hin. Zu dem grünen Bizeps. Wo ist der grüne Bizeps? Grüne Bizeps. Da. Super Angriffsliste. Vernichtende Angriffe. Ah, wir lernen Angriffe. Ja, das ist ja cool. Also ich hoffe, dass wir das auch schaffen, ne? Weil die Gegner sind sehr stark. Beide Level 20. Oh, Piccolo ist auch auf Level 20. Alter, wir werden ja richtig weggehauen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Also ich sag mal so, ich würde es gerne schaffen, aber ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Gegen Son Gohan alleine, okay, aber nicht noch gegen Piccolo. Das ist ein bisschen unfair, meine Freunde. Das ist aber ein bisschen unfair. Yeah.
Nee, das schaffen wir nicht. Ich hätte es gerne geschafft, aber das werden wir definitiv nicht schaffen. Ich bin gleich tot. Oh. Wir halten uns wacker mit 296 HP. Und wir wurden weggehauen. Richtig weggefegt. Nein. Training beenden. Wir schaffen das nicht. Da müssen wir uns auf jeden Fall erstmal aufleveln. Ah, guck mal, da steht auch empfohlene Stufe 20. Nein, das machen wir nicht. Leider Gottes machen wir das nicht. Das schaffen wir nicht. Also, wir müssen da auch immer ein bisschen realistisch bleiben, ne? Wir könnten das jetzt stundenlang versuchen, bis wir es hinkriegen, aber das lohnt sich nicht. Da habe ich auf jeden Fall viel zu viel Spaß beim Gameplay. Definitiv viel zu viel Spaß beim Gameplay. Du, ja. Ja, das ist gut. Da können wir auf jeden Fall leveln. Ich muss sowieso jetzt anfangen, auch mal ein bisschen zu leveln, weil wir haben das ja gerade eben gesehen. Es gibt bestimmt Leute, die das Spiel gespielt haben und diese Mission fertig machen konnten. Aber ihr wisst ja selber, in Part 1, ich habe echt wenig gegen diese Leute gekämpft. Also, die einzigen Level-Ups, die ich hatte, waren halt in den, in den Story-Kämpfen. So, 829 Erfahrung. Haben wir hier noch ein paar Gegner? Wenn nicht, müssen wir woanders hinfliegen. Und weiter geht's. Finish. Nächster Kampf. Wir holen uns jetzt alle Kämpfe. Ein kleiner Tipp, manche Kugeln sind besser als andere. Ja, das habe ich auch schon verstanden, Meister Kaio. Aber wo sind die Kugeln? Nächster Kampf, Freunde. Ah, Level 8, die machen wir alle jetzt fertig. Weißt du, welchen Kampf ich wirklich sehen wollen würde, dass er hier auf jeden Fall mit drin ist? Oder vielleicht kommt er auch als DLC. Also guck mal, wenn wir jetzt so durch Rainbow Z gehen, okay? Dann in der normalen Hauptstory werden wir natürlich nicht alle Kämpfe sehen. Wie zum Beispiel die Kämpfe von den Filmen. Aber ich würde gerne wirklich die Filme sehen. Dass wir hier zum Beispiel gegen Bojack noch kämpfen, dass wir hier gegen Talis vielleicht kämpfen als DLC, dass wir noch gegen Kula zweimal kämpfen, einmal auf Planet Namek und einmal auf der Erde gegen Slot, dann gegen, wen gab's denn noch von dem Film, gegen Janimba zum Beispiel. Das wäre wirklich was, wo ich mich so unglaublich mit freuen würde. So, wenn die das mit eingebaut hätten, man weiß es ja nicht, aber wenn die das wirklich eingebaut hätten, so, oder das noch später mit einbauen, wenn ich wäre so fucking glücklich, ich wäre so glücklich, weil ich mir denke, man, die Filme sind geil. Jeder, der die Filme geguckt hat, der weiß ganz genau, ey, Rainbow Z Filme, boah, heftig. Aber erstmal ein paar Kugeln sammeln.
So, jetzt haben wir die Kugeln gesammelt. Da vorne ist irgendeine Quest. Ja, da vorne ist eine Quest. Da fliegen wir jetzt hin. Ah nein, Pila von seinem Gag. Was ist los, Leute? Bitte, du musst uns retten. Wir werden von Robotern angegriffen. Oh, der Plan der Pila-Truppe. Wir haben ihn nicht getroffen. Komm schon, du blöder Roboter, komm schon. Ich bin so voll. Hurra, wir sind gerettet. Danke, dass du uns gerettet hast, wer auch immer du bist. Aber jetzt, wo die Roboter kaputt sind, was wird aus dem Plan, sie zu modifizieren und dann den Jungen zu besiegen? Kein Problem, wir benutzen einfach die Roboterteile, um eine neue Waffe zu bauen. Okay, ihr beiden, bringt mir die Teile. Oh, Bruder, ich liebe dich. Du supportest mich immer und immer wieder, Bruder. Ein schönen Gruß an dich, Bruder. Einen schönen an Mr. Sikish aka Tech 47. Hi. Der süßeste Junge auf diesem Planeten. Hallo. Arigato gozaimasu. Juhu, Ausstieg. Das war wichtig. So, jetzt gehen wir auf Gegenstände und holen uns erstmal was zu trinken. Stellt 30%, stellt 50.000. Okay, wir nehmen auf jeden Fall das hier. Ah, wir haben. Oh, brutal. Aber wir können die noch irgendwo, genau. Wir machen uns auf jeden Fall ein paar Items zunutze gleich. Ansonsten gehen wir auf... War das Gruppe? Nein. Charaktere... Ist es das? Nein. Das meine ich gar nicht. Da, genau, Community. So, auf das Community-Board. Genau, jetzt haben wir hier ein paar Leute. Wir haben ja da welche dazu gekriegt. Und zwar die drei. Und Piccolo. Was ist denn Piccolo für ein Typ? Eigentlich müsste Piccolo genau hier sein, ein Z-Kämpfer. Aber ich glaube, die wollen ihn noch nicht zum Z-Kämpfer machen. So, Essen? Nein. Trainings-Community. Nö. Haben wir keine. So, Götter-Community haben wir. Erwachsene-Community. Abenteuer-Community. Versuchen wir mal, die kleinen bösen Leute da reinzupacken.
Welchen Link, Bruder, soll ich dir schicken? Welchen Link willst du haben, Bruder? Dragon Ball wo sagashi. Ano kozou ga kimasu. Ach so, mein Twitch. Ja, warte einen Augenblick, Bruder. Einen Augenblick. So, ich hab dir den geschickt. So, jetzt haben wir die Community aufgebaut. Z-Kämpfer haben wir keine, Koch-Community haben wir keine, Trainings-Community, wir haben gar keine Community mehr. Aber das Gute ist an den Communities, dass die halt uns die Stärke bringen. Genau, haben wir, nein. So, keine Medaillen mehr frei. Also haben wir alle Medaillen jetzt bis jetzt ausgenutzt. Das ist immer sehr, sehr wichtig in diesem Spiel, habe ich gemerkt. Weil das verstärkt dich einfach und wir wollen ja natürlich stärker werden, weil wie wir eben gerade eben gesehen haben, den Kampf am Trainingsplatz, da haben wir gerade gegen zwei 20er Level Son Gohan und Piccolo gekämpft und wir sind mit Level 15 gerade nicht sehr weit und leider konnten wir das Super Masenko deswegen auch nicht lernen. Deswegen, unser Ziel ist es jetzt auf jeden Fall mehr zu trainieren, definitiv mehr zu trainieren. So, haben wir hier noch irgendwelche Nebenquests? Nein. So, also machen wir uns auf den Weg nach Mutenroshi. Ja, Freunde, auf jeden Fall muss ich sagen, also seitdem ich jetzt am Stream bin, wie ihr wisst, Rainbow Six Siege, Resident Evil 2, andere Spiele, die es auf Steam gibt und jetzt dieses schöne Rainbow Set. Es macht mir wirklich Spaß zu streamen, ja, also ich spiele hier sehr, sehr gerne. In meinen 27 Jahren habe ich angefangen mit 3 anfangen zu spielen, ne, mit der Sega. Ja, und jetzt 24 Jahre später bin ich am Rechner und spiele Dragon Ball. Immer noch. Es hat sich nichts geändert bis jetzt. Immer noch spielen wir die gleichen Spiele. Was geht ab, Bruder? Wie geht's dir? あら、あなたが亀仙人さん初めまして。あなたがランチさんなんですか?さっき会ったのは金髪の人。それはもう一人の私ですね。私、くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで。 性格が変わるんです。そうなんですよ。体質って言葉で片付け。あ、そうか。ご飯にはこのことを伝えはすまんすま。 Oh, Bruder, das Spiel ist heftig. Ich schwör's dir, das ist so heftig gut gemacht. Also wenn man PlayStation hat oder ich glaube auf Xbox ist das auch rausgekommen, dann sollte man das definitiv spielen, hundertprozentig. Also das Spiel macht richtig viel Spaß. Du hast richtig viele Quests, die du machen kannst, und auch viele Nebenquests, die du machen kannst. Die Hauptstory wird halt neu erzählt und du hast halt so ein, das ist so rollenspielmäßig. Also hast du auch Level, kannst Attacken lernen. Du hast auf jeden Fall sehr, sehr viel zu machen und das nimmt auch richtig viel Zeit in Anspruch, so das Spiel, ne? Wenn du nicht weißt, was man spielen soll, dann kannst du auf jeden Fall das Spiel spielen, meiner Meinung nach. Nein, Bruder, Ölwechsel kommt. Aber 19.19.19 ist vorbei, Bruder, ne? 19.19.19. Jetzt musst du am 20.02.20 rausbringen. Ich würd's holen, Bruder, wirklich, ich würd's holen. Ich würd darüber gar nicht nachdenken. Das Spiel lohnt sich zu 100%. 2022, nein, wenn Tech 40 Jahre alt ist, bringt der Ölwechsel raus. Ja, ich stream auch Rainbow Six Siege, sonst Resident Evil 2.
Ja, halt andere Spiele. Also ich spiele momentan wirklich alles, ne? Ich spiele 4 Spiele zurzeit. Was ich am meisten spiele ist, oder auch streame, ist Rainbow Six Siege. Siege ist brutal, Digga. Siege ist wirklich so, ich habe, glaube ich, ich spiele das seit 9 Tagen oder seit 10 Tagen, ich habe schon 74 Spielstunden. Nein, Mann, Fortnite spiele ich nicht. Ich habe Fortnite gespielt gehabt, auf PlayStation 4 noch. Digga, die Leute bauen mir alle einfach zu schnell. Einfach viel zu schnell. Weißt du, was ich meine? Bis du da hinterher kommst, Bruder, ist Weihnachten. Deswegen, ich spiele kein Fortnite. Aber es gibt jetzt derzeit so ein neues Spiel wie Fortnite. Das heißt Realm Royale. Das ist fast genau das gleiche wie Fortnite, bloß die haben ohne Bauen gemacht, ne? Das Spiel ist auch richtig gut. Ja, 100%, ne, aber ich spiele das auf Rechner, deswegen. Ja, ne, wenn du Rechner hast, können wir definitiv zusammenspielen. Ich weiß nicht, ob der Crossplay da funktioniert. Ja, ich habe Escape from Arkov schon gesehen, das ist brutal, ne? Darüber habe ich auch schon nachgedacht, ne, aber wenn das zu viele Spiele würden, welches Spiel willst du spielen, weißt du, welches Spiel willst du streamen, das sind zu viele Spiele. Aber das ist auf jeden Fall gut, Tarkov. Das ist sowieso gerade richtig angesagt auf Steam, ne? Ja, Digga, wenn du Rainbow Six hast und Rechner hast, ich weiß jetzt nicht, ob das mit Crossplay geht, von PlayZ auf geht. Ja, perfekt, dann spielen wir das auf jeden Fall zusammen, Digga. Weil ich muss sagen, also Rainbow Six Siege, Digga, das ist mein Spiel. Ich schwör's dir, das Spiel ist das eines der besten Spiele überhaupt. Weil ich habe dieses neue Call of Duty schon gespielt. Aber weißt du, das Problem bei Call of Duty ist halt so, du kennst dir selber, du wirst immer wieder respawned. Aber bei Siege ist das wirklich so, du musst so taktisch vorgehen, weißt du, auf jede Ecke achten, richtige Strategie aufbauen, damit du 5 gegen 5 auch gewinnst, ne? Das ist das, jeder spielt das Spiel vorsichtiger. Also Call of Duty habe ich nicht, ne? Das ist das. Also ich habe Call of Duty gespielt auf PlayZ 4 noch. Aber ich würde mir das Spiel niemals gönnen. Niemals. Also als ich das gespielt habe, hat es mir nicht gefallen. Ich sag ja, seitdem ich Rainbow Six Siege spiele, würde ich mir nie wieder ein Call of Duty holen. Weil ich finde, was Spielspaß angeht, ist Rainbow Six einfach viel heftiger. Moin, Digga, was geht ab? Alles gut bei dir? Ja, dankeschön, Bruder. Mir geht's auch sehr, sehr gut. Ne? Mit Krankenschein läuft auf jeden Fall. Wir haben definitiv Zeit zum Zocken gefunden. かけちゃってるな。いいよ。
Nun da? No. Ey. Gambar da so. Hi. So, sammle als Son Gohan die Zutaten und melde dich beim Rinderteufel. Also, was müssen wir holen? Bestienfleisch haben wir und Möhren müssen wir finden. Ne? Du bist gerade Rind am Pumpen. Heftig, Bruder. Das, das gefällt mir definitiv. Aber es kommen auf jeden Fall neue Lieder raus. Aber nicht mehr den gleichen Stil. Ich habe jetzt so einen anderen Stil gefunden, auf dem ich zurzeit richtig flashe. Deswegen, das wird auf jeden Fall heftig. Das hört sich so ein bisschen an, so wie Gucci Mane. Weißt du, aber das Ding ist, weißt du, was wir eigentlich pushen müssten? Wir müssen mal Ölwechsel pushen. Was ist los mit dir, Tech, Bruder? Ja, ne, wie lange sollen wir noch warten darauf? Ja, das ist das Ding. Ich habe das auch schon gemerkt. So, weißt du, dieses ganze neue... Okay, neu hört sich vielleicht gut, auch, gut an mit Autotune und bla, bli, blub. Aber, weißt du, ich denke mir so, das ist so schon ausgelutscht, weil das jetzt jeder macht. Deswegen, da die Leute brauchen wieder irgendwas Neues. Kennst du Dings? Warte, wie heißt er? Kennst du Krasimir? Krasimir. Der Junge macht Trap. Wenn du den nicht gehört hast, Digga, der hat ein Lied. Puh, ich habe das nur gehört von einem Kumpel, ne? Aber dieser Typ ist krass. UFC-Fight von Connor. Ganz ehrlich, ich will nicht böse irgendwas Böses sagen, aber ich denke, dass der Connor-Fight definitiv fixed war. Weil das Problem ist, wenn du den Kampf gesehen hast von Tony Ferguson gegen Cowboy Cerrone. Guck mal, ganz ehrlich, Tony hat Cowboy ja echt zerfetzt, ne? So komplett zerfetzt. Mit Keks, mit Ellbogen, mit dies und das und jenes. Und dieser Typ ist nicht mal nach 4 Runden Knockout gegangen. Und dann kommt Connor und haut ihn in den ersten 20, 30 Sekunden Knockout. Weißt du, das ist so unglaubwürdig. Ich denke, das ist so eine Strategie, einfach wieder Connor ordentlich zu pushen. Also das ist so meine Meinung. Aber man weiß ja nicht, ne? Aber das ist das auf jeden Fall, was ich denke. Ansonsten, wenn Connor wirklich so ihn so weggehauen hat und Cowboy auch deswegen Knockout gegangen ist, wegen seinem Fußkick, dann ist das okay, meiner Meinung nach. Aber ich denke halt nicht, ne? Was denkst du denn darüber? Tag, ich liebe dich, Bruder, ich liebe dich. Ja, ne, sei nicht eifersüchtig, Bruder. Das macht mir immer so schlechtes Gewissen. Ja, das ist das Ding, Bruder. Ich denke das wirklich auch, Mann. Das ist... Weiß nicht. Weil das Ding ist jetzt versuchen die ja wieder den Rückkampf für Khabib klar zu kriegen. Weißt du was, man? Guck mal, jetzt der Conor hat einen Sieg. Auch noch so einen spektakulären zu sagen, so nach 20, 30 Sekunden. Das kommt schon mal gut an bei den Fans. Jetzt lass ihn gegen... Okay, weil ich denke so, der nächste Kampf wird auf jeden Fall gegen Justin Gaethje. Weil, eigentlich Conor will ja gegen Links kämpfen, ne? Gegen Georges Masvidal. Aber, niemals. Deswegen, ich denke, die holen noch einen einfachen Typ. Weißt du, wenn du so geguckt hast, was Connors Dings angeht, Kämpfe angeht. Guck mal, er hat ja Dustin Poirier zum Beispiel auch weggehauen. So, ne? Ich glaube nach Decision, aber er hat Dustin Poirier weggehauen. Dustin Poirier hat alle Leute, die gegen Connor verloren haben, hat er auch weggehauen. So, und ja, wie gesagt, Connor soll ja gegen Justin Gaethje kämpfen. Und Dustin Poirier hat Justin Gaethje, ich glaube, in der zweiten Runde weggehauen.
Deswegen denke ich so, für der Kampf, weißt du, der nächste Kampf so für Conor, der logisch wäre, wäre wirklich gegen Justin Gaethje. Und wenn er da nochmal gewinnt, dann soll er gegen Tony Ferguson kämpfen, meiner Meinung nach. Weil die einzige wirkliche Herausforderung, was ich sehe für Conor in Lightweight Division, ist definitiv Tony Ferguson. Aber meiner Meinung nach, Tony Ferguson bringt ihn um. Das ist so, weißt du, du brauchst gar nicht hingehen und kämpfen. Tony bringt ihn um. So, wir müssen da jetzt auf jeden Fall Möhren finden. Aber das Problem ist, wo finden wir Möhren? Da müssen wir Flair fragen, wo wir Möhren kriegen. So, also bisschen Fleisch haben wir, aber Möhren haben wir immer noch nicht gefunden. Deswegen machen wir uns ein bisschen zu Fuß auf den Weg. Ja, Open World ist groß. Also ich kann dir das mal kurz zeigen. Also das ist jetzt die Gegend hier. Und es gibt noch... Ja, und das ist halt die Welt, ne? Also ich würde sagen, Open World ist groß, aber wenn du halt herumfliegst, und du weißt ja, wie schnell die bei Dragon Ball auch rumfliegen, dann denke ich nicht so. Was ich mir aber noch vorstellen könnte, ist, dass du halt noch nach anderen Planeten fliegen könntest, ne? Nach Namek und vielleicht noch nach in die Welt der Kaios und so. Also bis jetzt Auswahl von Planeten habe ich noch nicht gesehen. Aber ich bin ja auch, ich bin jetzt gerade... Richtung Planet Namek. So, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen, paar Missionen noch fertig machen. Und danach fliegen wir halt mit Bulma und mit Krillin nach Planet Namek. Ne? Also darauf freue ich mich ja jetzt schon. Ja, das sowieso, Digga, das sowieso. Aber weißt du, ich bin so, dass ich sage, weißt du, ich mache so den größten Teils natürlich selber. Und alles andere kommt natürlich auch irgendwann von selber so, ne? Man muss da halt zielorientiert sein. Weißt du, wenn du streamst und danach schon nach 10 Tagen wieder aufhörst zu streamen, dann solltest du erst gar nicht anfangen, meiner Meinung nach, weißt du? Manche Leute, ich habe mit anderen Leuten geredet, mit denen ich zusammen zum Beispiel Siege gespielt habe. Ich habe mit so einem Typen gespielt, der war zum Beispiel auf der, also der ist E-Sportler. Und er hat auch gesagt, dass das bei ihm ein Jahr gedauert hat, bis er so eine richtige Community daraus entwickelt hat. So, und am Anfang konnte er überhaupt gar kein Siege zum Beispiel spielen, ne? Ja, und das lässt mich so, ich sag jetzt nicht hoffen, aber ich denk daran, weißt du, dass jeder das schaffen kann. Man muss nur die Eier haben, ganze Zeit durchzuziehen, weißt du, was ich meine? Manchmal
hast du natürlich keinen Bock, weil du siehst, du, das bringt keinen Erfolg oder irgendwie die Leute schalten nicht ein oder was weiß ich. Aber Digga, weißt du, was soll's? Fuck drauf. Und jetzt haben wir gerade Möhren verkauft, anstatt uns welche zu kaufen. Halleluja. Ja, eine Möhren haben wir nicht gefunden, jetzt verkaufen wir unsere Möhren auch noch. Aber wir können hier Möhren kaufen, also kaufen wir uns welche. So, 4 Stück. Was können wir noch haben? Ich kaufe auf jeden Fall noch ein Vitamingetränk. Ja, 100%, Digga. Guck mal, das Ding ist so, ich habe wirklich Spaß beim Stream, ne? Egal, was ich spiele, so, es macht Spaß zu streamen. So, du kennst mich, Bruder. Ich spiele sowieso gerne. Wenn ich von der Arbeit komme, nach dem Fitness, gehe ich auch spielen. Deswegen, warum nicht aufnehmen, weißt du, dabei. Guck mal, es gibt ja sogar Leute, die scheißen drauf, ob du viel redest oder nicht. Die gucken dir einfach nur beim Spielen zu, weißt du, was ich meine? Also ich bin zum Beispiel so ein Typ, weißt du, wenn ich mir so Leute angucke auf Twitch, ich mache das jetzt nicht sehr oft, aber wenn ich mir so Leute angucke, dann juckt mich das eigentlich überhaupt nicht, ob die viel reden oder nicht reden, weißt du, was ich meine? Weil du konzentrierst dich ja sowieso auf das Spiel. Ja. Ja, das ist das Ding, so über den Tag spielen ja auch alle, ne? Was geht bei euch? Spielt ihr kein FIFA mehr? Oder spielt ihr noch FIFA? Ja, Mann, ich. Guck mal, ich hab FIFA. Welches FIFA habe ich noch zum Schluss gespielt? Ich glaube FIFA 18. Ja, FIFA 19 habe ich nicht gekauft und FIFA 20 habe ich auch nicht gekauft. Deswegen, ich scheiße auf FIFA auch. Richtig krass. So, ich glaube, ich finde FIFA jetzt so, nachdem ich so nachgedacht habe, ne, und aufgehört habe zu spielen, ich finde FIFA ist so eines der langweiligsten Spiele überhaupt. Das Einzige, was die gut gemacht haben, ist halt dieses, wie heißt das, Voltra. Ja, ne, dieses FIFA Street. Das haben die ein bisschen gut gemacht, so, ne? Aber sonst FIFA ist immer der gleiche Shit. Was spielst du denn? Wenn du jetzt kein FIFA spielst, was spielst du? Ja, da, ich sag ja, das ist so das Problem. Ich finde, guck mal, das Ding ist bei FIFA, jedes Jahr ändert sich ein bisschen, aber auch nicht viel. Weißt du, was ich meine? Und dann spielst du ganzes Jahr, spielst du, um ein perfektes Ultimate-Team zu haben. Und dann kommt einfach, das nächste FIFA und das war's. Weißt du, was ich meine? Und dann kannst du schon das ganze Geld, was du reingesteckt hast, wieder in Müll spielen, Müll schmeißen. Ey, das Heftige ist, finde ich, bei GTA, die Community von GTA Online, ne, ist eines der größten Communities überhaupt. Also, ich habe einen Kumpel, der spielt GTA Online, der streamt das auch. Ich habe seine Links gesehen, so, ne, ich habe seine Community gesehen. Die Community von GTA ist heftig. Ey, ich habe Borderlands 3 nicht gespielt, ne, aber ich weiß von Kevin, der zockt das jetzt zum Beispiel, dass Borderlands 3 richtig brutal ist. ナメック星に行くじゃない？
そのための宇宙船を改装してるんだけど、部品が不足してるのよね。孫君も入院してて動けないし、だから部品の素材集めをお願いしたいのよ。なるほど、わかりました。Welches Dragon Ball Spiel das beste war?Ja, kommt drauf an, ne? Also, ich sag mal ganz ehrlich, ich finde dieses Dragon Ball Spiel gerade das beste Dragon Ball Spiel überhaupt, was ich in meinem Leben gespielt habe oder gesehen habe. Aber wenn du so von dieses normale Dragon Ball Spiel redest, weißt du, dieses normale Kämpfen, finde ich, dieses Budokai Tenkaichi 3 ist gut. Und Budokai 3 ist gut. Sammle Teile aus der Raumkapsel, okay.Also auf Budokai Tenkaichi 3 bin ich ja richtig heftig abgeflasht, ne? Aber ich finde, dieses Budokai 3, dieses von der Seite, finde ich aber auch gut. Aber welche Teile zum Beispiel richtig beschissen sind, ist diese Xenoverse-Teile, finde ich richtig beschissen. Ja, Resident Evil war brutal. Resident Evil ist brutal. Deswegen freue ich mich ja richtig drauf auf Resident Evil 3 jetzt, dieses Remake, was im April rauskommt. Ja, ich finde Bryson Blast ist auch gut gewesen. Ich habe das ja zu Hause, ne?Das Spiel war auch gut, also wir haben gutes Gameplay damit gemacht, ne? Auch ein paar Zwischensequenzen während des Kampfes. Aber halt die anderen Spiele kannst du alle vergessen, meiner Meinung nach. Also das ist also das gleiche, finde ich, bei Naruto-Spielen finde ich das genauso, weißt du? Guck mal, das Ding ist so, die haben diesen Namen, ne? Die Leute freuen sich sowieso, wenn jedes Jahr ein Naruto-Spiel rauskommt, sage ich mal.Aber, die machen nicht viel draus. Weißt du, was ich meine? Die bringen ein Naruto-Spiel raus, alle sollen das kaufen, aber das hat sich nichts geändert. So, es ist nichts Neues. Deswegen, ich finde, meiner Meinung nach, die nutzen das halt einfach nur viel aus. So, weißt du, dass sie diesen Namen haben. Und bei Dragon Ball haben die das auch die ganze Zeit gemacht. Und jetzt haben die halt dieses Dragon Ball rausgebracht. Und mit diesem Dragon Ball haben die halt richtig den Nerv getroffen.Ja, je nachdem, ne? Ich guck auf jeden Fall. Also, guck mal, meine Pläne jetzt sind erstmal so. Ich spiele auf jeden Fall dieses Spiel durch. Nebenbei spiele ich ab und zu Rainbow Six Siege und Resident Evil 2 Remake. So, das sind auf jeden Fall erstmal die Spiele, die ich durchspiele. Also Resident Evil 2 und dieses Spiel. So, wenn ich damit durch bin, denke ich, dass ich den ersten Teil von Ni no Kuni durchspiele.Guck mal, ich sag mal so, ne, das beste Spiel, was ich in meinem Leben gesehen habe, ne, ist Ni no Kuni, was RPG angeht. Es gibt kein Spiel, was so gut ist wie Ni no Kuni. Deswegen habe ich gesagt, dass ich das auf jeden Fall durchspielen werde nochmal. Ja, und wenn ich das durchgespielt habe, dann gucke ich halt, ne. Ich bin sowieso auf Story-Spiele fixiert.Weil, guck mal, so andere Spiele wie, sagen wir, Fortnite und Blee und Bla und Blub, das ist nichts Besonderes, weißt du, was ich meine? Du guckst jemanden zu, wie er ein bisschen Battle Royale spielt und fertig.
Aber so Story-Spiele, das nimmt ein bisschen mehr mit, finde ich. Das bietet mehr Unterhaltung. Deswegen werde ich mich auf jeden Fall auf Story-Spiele fokussieren. Also kannst du dir sicher sein. Weißt du, was ich hardcore an dieses Spiel richtig feier? Dass du halt durch diese ganze Straße und diese ganze Stadt fliegen kannst. Das fühlt sich richtig an, ob du Dragon Ball guckst. Oh, das Ding ist bei Dokkan, ich würde gerne, wirklich, ne? Ich würde richtig gerne Dokkan weiter aufzeichnen. Aber Digga, ohne Spaß, ne? Ich glaube, ich habe bei Dokkan fast jeden Charakter. Und du weißt, und wenn du selber Dokkan noch spielst, dann weißt du selber so, dass es kommt so wenig Content raus. Also sprich, es kommt immer so wenig raus, was neu ist, dass du die Leute unterhalten kannst. Weil das Problem ist, was ich gedacht habe, ist so, was willst du bei Dokkan Battle aufnehmen? Gibt's ja nichts. So, irgendwas kommt raus. Sagen wir neues Event, du zeigst ein bisschen das Event, das ist vielleicht ein Video und dann kannst du schon wieder warten, weißt du? Das Einzige, was ich vielleicht machen wollen würde noch, ist vielleicht von Dokkan Battle, wenn neue News rauskommen oder neue Nachrichten oder neue Events oder dies, das, dass man so ein Informativ-Video rausbringt, ne? So ein Informationsvideo. Aber auf jeden Fall, was ich denke, was ich definitiv rausbringen werde, je nachdem wie groß diese Community wird oder der Kanal allgemein wird, ist... Ich will UC-Kämpfe will ich predicten. Weil ich habe das bei Connor gemerkt. Ich habe zu Walter gesagt, das ist ein Kumpel. Ich habe zu Oze gesagt, Connor gewinnt in der ersten Runde. Ich habe ihm das so gesagt. Weil ich denke, guck mal, ich kann dir erklären, warum. Weil Connor ist ein Schnellstarter. Das bedeutet, in den ersten zwei Runden ist er seine ganze Ausdauer. Und er wird die ganze Ausdauer in den ersten zwei Runden raushauen. Und Cowboy war so jemand, der fängt erst ab der zweiten, dritten, vierten Runde an besser zu werden. Deswegen wusste ich einfach, dass Connor in der ersten bis zweiten Runde gewinnt. Und wenn du das als Wetteinsatz gemacht hättest, das wäre 3,45 €, dass Connor in der ersten Runde gewinnt. Und da ich sowieso sehr viel UFC gucke oder so allgemein. Guck mal, du wolltest Fuffi machen. Weißt du, was ich meine? Das ist das Ding so. Und jetzt stell mal vor, ich hätte das Video rausgebracht. Ich bin mir zu 100% sicher, dass er in der ersten Runde gewinnt. Man kann sich natürlich nicht 100% sicher sein. Aber stell dir vor, du machst Fuffi auf in der ersten Runde Knockout. 6,50 €. Das sind 330 €, Alter. Ja, und da ich sowieso viel UFC gucke, macht das auf jeden Fall viel Sinn. Aber wir gucken einfach, weißt du, ich mache das immer so jetzt Schritt für Schritt. Erstmal spiele ich die Spiele. Dann kommen neue Spiele raus und je nachdem, wie das Reden leichter fällt und wie das ganze Stream leichter fällt, dann machen wir einfach weiter. Ne? Und ich sag ja so, guck mal, unten mein Kanal steht ja sowieso, kannst du ja selber lesen, in 3 Jahren 50.000 Abos und ich werde das auf jeden Fall hinkriegen, ich weiß das. Da bin ich mir zu 1 Milliarde % sicher. So, auf jeden Fall sind wir jetzt auf Planet Namek gelandet. Ich hätte gerne so den Flug bisschen angeschaut. Aber schade, dass sie das rausgeschnitten haben. Ja, Bruder, das sowieso, Bruder.
Weißt du, was ich meine? Wie gesagt, ich ziehe das so hardcore durch. Und wie eine Maschine einfach durchziehen. Ja, Mann, auf jeden Fall, was geht bei euch? Was macht ihr? Seid ihr zu Hause am Chillen oder was? Müsst ihr morgen nicht Schule oder arbeiten? Tech hat sowieso Urlaub, der kleine Mann. Guck mal, jetzt kommt Vegeta. やっぱり。ご、気配を消せ。悟られるぞ。はい。ベジータだ。あいつしかいない。フリーザの野郎め。ドラゴンボール。絶対に渡さんぞ。 Ob ich One Piece Anime gucke? Nein, ich lese zurzeit Manga. Ja, Mann, schade, Bruder, egal. Das ist auf jeden Fall, wenn du Urlaub hast, treffen wir uns. Aber dann kommst du nach Bremen, du kleine Maus. Also aktuell ist ein Manga-Kapitel, bin ich nicht, bin jetzt bei, ich muss drei Manga-Kapitel lesen. Und selbst guckst du Anime oder liest du Manga? Also ich bin ja eigentlich so der Typ, ich lese viel Manga. Ich habe mir jetzt vor kurzem wieder einen Manga gekauft. Ansonsten, habe ich noch Dings, ich habe mir bei Thalia Mangas bestellt. Die ersten zwei Naruto-Bänder und 15, 16, 17, so der Kampf gegen Pain und alles. Ja, Digga, ich weißt du, Anime ist schon geil, aber wenn du lesen magst, also ich mag lesen, ich lese richtig gerne Manga. Weil im Manga sind die Sachen viel detaillierter. Also du siehst mehr, du erfährst mehr vom Hintergrundgeschichte und so. Digga, ich finde das Catch viel mehr, wenn du erst Manga liest und dann Anime guckst. ベジータであれば、キュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。 逃がさんぞベジータ。 Wenn ich alle Dragon Balls hätte, was ich mir wünschen würde, ich würde nie wieder arbeiten. Keine Ahnung, was würde ich mir wünschen? Ey, nur ein Wunsch oder drei Wünsche? Also ich sag mal so, ne, wenn ich einen Wunsch hätte, ich schwöre sofort, nur fliegen. Fliegen wäre so mein größter Wunsch. Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? ただの旅行客か。
この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずあの宇宙船をやれ。よし。宇宙船だ。運の悪い奴らだぜ。こんな時にこんなところへ来るとはよ。ご飯、気を解放しろ。Ey, das ist doch nicht dein Ernst. こいつら大した奴じゃない。やるぞ。Ich dachte, jetzt kommt irgendwas anderes, aber Pokémon Champ, weiß nicht. Aber Pokémon Welt wäre schon cool. Da müsstest du dir wünschen, dass du so in Pokémon Welt hineingeboren wirst. Guck mal, wenn du richtig zuhörst, ne, dann hörst du raus, dass Krillins Stimme im Japanischen die gleiche wie von Ruffy ist. Das ist der gleiche Synchronsprecher. So, jetzt machen wir den fetten Platz. Ja, Mann, ich schwör's, ich hab mir auf Rechner 3DS-Emulator geholt und hab dieses, welches Spiel war das? Yo. Dieses Pokémon Sonne und Mond. Ja, genau, Sonne und Mond. Ich hab das gespielt. Ich schwör's, ich hab nicht mal eine Stunde gespielt, ich hab direkt ausgemacht. Also nicht, weil das Spiel nicht gut war, sondern weiß nicht, ich bin voll komplett raus aus Pokémon. Ich kann mich nicht hinsetzen und ganze Zeit Pokémon spielen. Voll traurig, ne? Ich schwör's dir. Leb hier in der Pokémon-Welt. Ich will nur eins, ich will der größte Meister sein. Pokémon. Son Goku. Obwohl Vegeta cooler ist, aber ich mag Son Goku mehr. Döner oder Pizza? Boah, Digga, ich feier die Musik so krass, ne, von Dragon Ball. キュイ、貴様にこの俺が殺せると思うのか。貴様の目は節穴か。スカウターをよく見てみろ。俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。 Oder welche drei? Du hast nur einen geschrieben. Dö, 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 dö. Oh ja, Mann, wir spielen Vegeta, geil. Ey, Digga, darauf habe ich so heftig gewartet, ne, dass ich Vegeta spielen kann. Aber wenn ich die nicht mehr kenne, heißt das, dass ich die nicht mehr gucke? Boah,
Boah, wir plätten hier richtig heftig mit Vegeta. So, jetzt gucken wir einmal auf der Karte nach. Okay, Freezers Raumschiffe, da können wir Fisch holen und einkaufen. Was machen wir? Na, egal, einfach Story machen. Einmal Story weiterspielen. Vegeta. Sono Sentoryoku ja. Kisama ni kachime wa nai ze. じゃあ、いいものを見せてやろう。この俺が地球に行った時、奴らから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをけ。戦闘力のコントロールをだ。 Ja, alles auf der Erde gelernt, ne? Nachdem er gegen Son Goku gekämpft hat, hat er gemerkt, so die Erdlinge sind stark. Außer natürlich Yamcha, ne? Boah, Tech, weißt du, auf was ich richtig Bock hab schon? Wo Son Goku sich aufpowert gegen Ginyu, wo er sagt, oh, er hat die 2 übersprungen. Boah, 150.000. Niemand nie sind da to. Ich höre, die Musik passt richtig zu diesem Satz im Hintergrund. Okay, ich verliere mein Gedächtnis von einer Story und die anderen behalte ich. Achso, die anderen vergesse ich und die andere Story behalte ich. Naruto Shippuden. Für mich, ganz ehrlich, sage ich dir von vornherein, Naruto Shippuden ist für mich der beste Anime überhaupt. Also, so die Story ist einfach heftig. Naruto ist brutal, brutal. Weil bei Dragon Ball ist so Action viel. Bei One Piece ist dieses Abenteuer viel. Aber ich finde bei Naruto, Narutos Storyline ist so Freundschaft, Loyalität, Dorf beschützen, Familie beschützen, hintergehen, Verrat und bla bla. Da haben die richtig so ein ernstes Thema draus gemacht. Das ist... Kein Anime bis jetzt hat das so ernst rüberbringen können wie Naruto. Deswegen, ich würde jeden Anime vergessen, außer Naruto Shippuden. Oh Junge, oh heftig, wir plätten ihn richtig. Tat. Ich
machen wir richtig ernst. Los geht's. Cool Cool wird auf jeden Fall keine Chance geben zu haben. Der Typ ist halb tot. Warum kämpfst du überhaupt gegen uns? Und wir beenden das Ganze mit einem Blick. Galikoho! Oh, heftig. 88.000 Erfahrungspunkte gekriegt. Wenn wir gerade noch zum Rollen gespielt haben, haben wir 10.000 bekommen. Das ist auf jeden Fall schon ein ganzes Stück mehr. Kitane Hanabida. Weißt du, was krass ist an dieser ganzen Sache gerade? Guck mal, die reden über 24.000 Kampfkraft und Freezer hat einfach in seiner finalen Form über eine Mille. Sore ni shitemo mubou deshita ne. Kono Freezer-sama, achira no hokou ni Namek-seijin 10 piki hodo no hannou ga. Wakarimashita. Motte iru to ii desu ne. 5 つ目のボール。さ、行きましょう。もう、ダメよ。マイドームショー。もうおしまいだわ。わざわざと。もう二度と地球には戻れない。ブルマさん、とりあえずここを離れましょうよ。もっと強いやつがやってくるか。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか洞窟とか。なんとかなりますって。きっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。So, kleine Reise durch Planet Namek. Erkunden wir ein bisschen die Landschaft. Vielleicht finden wir irgendwas Gutes. Also eigentlich durften wir gerade nicht kämpfen und nicht fliegen, aber das ist wahrscheinlich egal, wenn wir gegen jemanden kämpfen. Gute Logik, auf jeden Fall. この先は危ないかな。おい、寄り道しないで安全なとこ探そうぜ。隠れられそうなところはどこかな。強そう。よし、やってやるぞ。Immer kurz einen Prozess machen, damit Freezer Sammy uns auch nicht erwischen kann. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall zum Kampfplatz. Das ist der, das ist das grüne Symbol. Genau das hier. So, untersuchen und jetzt lernen wir hier eine neue Superangriff, einen neuen Superangriff. Empfohlene Stufe 15, wir sind auf 17, deswegen machen wir auf jeden Fall das hier. So, das andere habe ich ja vorhin versucht gehabt. Nee, das schafft man nicht. Das ist viel zu schwer. Aber selbst diese Event könnte für uns zu schwer sein. Yeah!
könnte zu schwer sein, aber nein, nein. Oh. Du hast vernichtender Angriff erlernt. Perfekt. So, für das andere bin ich ein bisschen zu schwach noch, aber das werden wir definitiv ein anderes Mal weitermachen. Oh nein, darüber können wir auch nicht. Da haben wir wieder Parkkämpfe. Wir versuchen jetzt so viel zu leveln, wie es möglich ist, bevor wir mit der Story weiterspielen, weil selbst Freezer-Soldaten sind jetzt auf Level 19 und mit unserer Level 17 werden wir nicht weit kommen und ich habe keinen Bock, dass wir ein paar Kämpfe wiederholen müssen, weil das haben wir schon gegen Vegeta gehabt. Ich habe gestern gegen Vegeta, ich glaube, dreimal kämpfen müssen, weil er mich einfach hardcore abgefertigt hat. Also ich muss sagen, Son Gohan macht uns richtig stolz. Wenn du einen Sohn hast wie Son Gohan, ist Mama stolz auf dich. Wärst du ein Sohn wie ich, wäre Mama nicht stolz auf dich. Doch meine Stolz auf mich, stimmt's, Mama? Richtig. So, ich bin ganz kurz AFK. So kleine Prinzessin. あっちから別の怪しい気が近づいてくる。ブロン様、早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。行っちゃった。 でも、今のは一体何だったの？
So. Wieder zurück. In der Welt von Dragon Ball. Bulma-san, Dragon Radar, de kakunin shite kudasai. Schokolade! Oder wie ein wildes Panjirisu. はい。ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータよりもっと飛んでもないかもしれない。ベジータより強いって、そんな。ちくしょう。あんな奴らからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。 連絡を受けた亀仙人は悟空にブルマたちの緊急事態を伝えた。だが悟空はこんなことのためブリーフ博士へ宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたのだ。この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であれば、 たった6日でナメック星に着くという。新しくできた先頭で一気に回復した悟空はすぐにナメック星に向けて出発した。それじゃあ、ほら行ってくる。早速宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと。 連中、ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわ。そこの位置は、さっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって言ってた気を感じたところだ。俺、そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっと待ってよ。 Alter, die lassen mich nicht mal die Flasche öffnen. 私一人でこんなとこに置いとく気? ここの方がずっと安全だと思うけど。 そういえばそうね。わかったわ。この洞窟の中にカプセルで家を作って待ってる。ごはん、なるべく木を抑えながら急ぐんだ。はい。軌道のフリーザー・シュレック・シェア。ナメック星人の少年を救え。 Oh Junge, ich hasse das, ne? Dieses nicht fliegen zu dürfen, das ist doch beschissen. In Dragon Ball Z sind die auch alle geflogen. Auch auf Planet Namek sind die geflogen. Und jetzt dürfen wir nicht, oder was? Oi, Namekiana. Voll süß. Oi, Namek. Yatsura,
何やってんだ。神様やピッコロとそっくり。ナメック星人だ。私はドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものです。ここにドラゴンボールが一つあると思うのですが。知らん。そんなものは持っておらん。クククク。そんな低い戦闘力でよくしらを切れたもんだ。うん、ポッポッ。あの機械でこの広いナメック星に点在するわずかな村の我々を探し出したのか。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。わたしがとても unbequem. 素直だと嘘を言いよって。そう、いえいえ、ザーボンさん見せてあげなさい。はいや、うぅな。これでお分かりのはずでしょう。これ以上意地を張ると次はその子供が死ぬことになりますよ。なんてやつらだ。ひどい。ドラゴンボールを集める目的は？なーに、つまらない願いですよ。私に永遠の命をいただこうと思ってます。この者がたとえドラゴンボールを集めても願いを叶えることはおそらくできない。やむを得ん。だが約束しろ、子供には絶対手を出さんと。そうそう、初めからそうすればよろしかったんですよ。これを持ってとっとと達者に。ついでにあと2個のドラゴンボールのある場所も教えて。ドラゴンボールは7個集めないと願いは叶わないのでしょう。ふざけるな。我々ナメック星人は仲間を売るような真似だけはし。やれやれ、あなたもですか。やっぱりあなたも子供も死んでもらいましょうか。逃げろ、デッデ、逃げるんだ。はい。さあ、しまった、スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。Boah, jetzt rastet Son Gohan komplett aus. こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。まあとりあえず死ねえ。やめろやめろ。なんだてめえは。Wir hätten das mal ein bisschen aggressiver machen müssen von Son Gohan. Bei Dragon Ball Z rastet er komplett aus. Aber richtig, er rastet ja richtig aus. Er sagt, Krimi, ich kann mich nicht mehr halten, ich muss da jetzt was machen. Nein, Son Gohan, geh nicht da, ich muss jetzt. Bob, weg. Und dann besiegen wir ja den Fettsack erstmal. Ne? Nein, nein, wir hauen von ihm ab. Genau. Free!
nein, Alter, wir sterben wieder mit Son Gohan fast. Aber ich glaube auch nicht, dass wir die komplette HP abziehen müssen von ihm. Boah, das wäre echt zu hart. Ja, wir kriegen seine HP auf jeden Fall gut runter. Aber er zieht auch sehr viel ab, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja, guck, habe ich doch gesagt. Wir müssen die ganze HP gar nicht runter machen. Level up. Gohan, lass uns verschwinden. ドドリアさん、捕まえなさい。いっぱい飛ばせ。捕まったら最後だぞ。はい。だから、奴の方が早い。追いつかれる。そうだ、ごはん、この子を頼む。 方を見るなよ。これでも食らえ。太陽拳。うわ、目が。やった、うまくいったぞ。ごはん、隠れるんだ。 どこに行きやがった。助かった。とりあえずブルマさんのところに戻ろう。お前空飛べるか。はい、助けてくれてどうもありがとう。ねえ、 君なんて名前なの？ デンデ。 ん？ フリーザのところから誰か離れたな。この木はドドリアか。ちょうどいい。今の俺なら奴一人くらいやれる。 So, jetzt plätten wir auf jeden Fall Dodoria. Oh, chillig. Der kleine Fette muss ja auch mal weggehauen werden, ne? Lange nicht gesehen, Dodoria. Ich habe darauf gewartet, dass du von Freezers Seite weißt. Wenn Freezer nicht hier ist, solltest du keine Probleme machen. Drück endlich deinen Scouter raus. Junge, mit wem redest du? Mit wem redest du? Das ist der Prinz der Saiyajins. やはり貴様らスカウターをすべてなくしたようだな。こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。こいつが欲しかろう。渡す気になったか。 なんで壊しやがった。そいつがなければお前もナメック星人たちの。俺が言った地球という星の奴らはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所が分かっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。 だったら俺にだってできるはずだろ。分かったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと。地球人がこんなところまで来るわけなかろう。
そんなことよりなんでさっさとかかってこないんだ。わかっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだ。スカウターで見たんだろう、俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ。スカウターの誇張だ。あ、ドドリア、メンチ。何を言うの。さっさとかかってこい。これを見くびるなよ。ドドドドドドドAlso man muss auf jeden Fall sagen, die Animation der Attacken und so, das ist so gut gemacht. Das ist richtig Dragon Ball. Pur, Dragon Ball pur. Lass uns nicht im Stich, Vegeta, nicht jetzt. Nein! Oh, wir werden weggeklatscht. Nein! Oh, Junge, Mann. Alter, heftig. Alter, die Energie ist ja runtergegangen wie was weiß ich, Alter. Egal, neuer Versuch. Definitiv neuer Versuch. Also das lassen wir nicht auf uns sitzen. Aber jetzt wissen wir ungefähr, dass Dodoria echt stark ist. Die haben ihn echt stark gemacht. Ja, das hoffe ich doch auf jeden Fall, dass wir nach jedem Kampf stärker werden, ne? Come on.
Alter, genau zum falschen Zeitpunkt. Nein, 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 nein. Oh, immer richtig knapp. So, die letzte Attacke noch ausweichen. Und jetzt auffüllen. Eigentlich müssen wir den jetzt schaffen. Los geht's. Oh, ja, Mann. Heftig, richtig intensiver Kampf. Guck mal, wir waren wieder fast tot. Das haben die richtig gut gemacht in diesem Spiel, dass das so richtig knapp immer ist. Also die Leute, die Gegner sind richtig stark gemacht. Gerade solche Bosskämpfe sind auch ziemlich hart gemacht, ne? Jeder Bosskampf hat so ein, jeder Boss hat so eine eigene Attacke. Und du weißt nie, von wo die Attacke kommt. Manche Attacken verfolgen dich, das ist schon richtig geil gemacht auf jeden Fall. Richtig brutal. Das gibt dir richtig dieses Dragon Ball Z, Feeling. Ja, die Story. Das Planet Vegeta eigentlich von einem Asteroiden zerstört wurde, aber eigentlich war das ja Freezer, ne, weil er Angst hatte wegen der Legende des Super Saiyajins. Wer Dragon Ball Z Broly den Film geguckt hat, der kennt genau die komplette Szene. そして、フリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。 Nein, das ist eine Lüge. Vegeta war einfach nur zu dem Zeitpunkt nicht da, weil er von seinem Vater weggeschickt worden ist auf einen anderen Planeten, um den zu erobern, zusammen mit Raditz und Nappa. さすがにショックが大きかったよ。勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただ、そうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。 自分に向かっ腹が立っただけだ。フリーザちゃん。フリーザは、サイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールという奴は7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず、残り2つ、いや、1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個全てを揃えることができなくなる。 そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。 やっと戻ってこれた。 何のんびりしてたのよ、あんたたち。 のんびりだって。 ん?何?その小型のピッコロみたいな子は、ひょっとしてナメック星人っていうやつ?はい、ベンデと言います。
ふん、何かいろいろあったみたいね。そうだ、さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、なんすか。孫くんがここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。しかもすっごい修行しながらって話よ。お父さんが。やったー、キャッホー。ich würde das jetzt feiern, wenn wir so ein Buch spielen. Namekusei 到着まであと6日。Wo er im Raumschiff ist und wo er bei Dragon Ball Z aus dem Raumschiff gehen muss und sich festhält, weil irgendwas am Raumschiff kaputt gegangen ist. Das wäre auch cool. Ja, die hätten das Spiel schon ein bisschen ausbaufähiger noch machen können, aber das Spiel ist brutal. Also bis jetzt, ich glaube, ich habe jetzt 8 Stunden gespielt, 7 Stunden, 8 Stunden, bis jetzt das Spiel ist genial gemacht. Son Goku, kannst du mich hören? Omae ittai soku wa moshikashite uchuu ka? Sou ka, Namekusei ja na? Dragon Ball ga mitsukaru to ii no. なんだよ、何にも知らなかったのか。ナメック星じゃとんでもねえことが起こってんだぞ。とんでもないこと？まあその話は後で聞くとして、実はな、ここに客が来よったんじゃよ。まさか。みんなお前が下よりも厳しい修行を望んでおるぞ。よう、聞こえるか悟空。あの世で死んだ神様に会ってさ。4人って言ったな。イヤムチャと天津飯、ひょっとしてピッコロもいるんか。てめえだけ強くなっていくのは、この俺様のプライドが許せないから。Guck mal, genau da bei Dragon Ball Z war Piccolo noch heftig. Die haben bei Dragon Ball Super Piccolo so scheiße dargestellt, das ist so traurig, was die aus diesen Typen gemacht haben, heftig, oder? Richtig traurig. Könnt heulen, ich werd wieder richtig sentimental. Aber wenigstens, das ist ja das alte, gute Dragon Ball Z, ne? Aber ich würde mich nicht wundern, wenn die aus Dragon Ball Super auch so ein Spiel rausbringen. Oder es kommt als DLC raus. Wer weiß, ne? Nani? Goku de sai te ni oenakatta Vegeta o uwamaru yatsu ga iru tte iu no ka?まさかそいつはフリーザでは。さあそいつは聞いてねえけど、カイオ様は知ってんか。悟空よ、もしそうなら絶対そいつには手を出すんじゃないぞ。やつの怒りを買えばとんでもないことが起こる。お前のためだけに言っておるのではないぞ。地球やナメック星、その他の星のみんなのために言っておるのだ。そんなにすげえやつなんか。ちょっと見てみてえな。絶対に近寄るんじゃないぞ。わかったか。Ah! Er dreht durch. Kämpf nicht gegen ihn, du Spasti. Er ist viel zu stark für dich.Action. Wir sind richtig auf Action. Choro ってやつはいるか? Bam bam bam. Bam 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 bam. 俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。 Bam bam. Du 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 du. ベジータの暗躍。ドラゴンボール争奪戦。クリリンさん、これは木が
次々と。え？またナメック星人が殺しているのは。ベジータ。ベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に。一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば。そんなことをしたらあいつら全ての。そんな。あなたたちのことどこから来たのか。なぜドラゴンボールのことを。星のみんなを助けてください。俺たちは。Ja, also, ehrlich gesagt können wir überhaupt nichts ausrichten. Mensch. Was geht ab, Schniggi? Wie geht's dir, Bruder? Wie läuft die Arbeit? Saichoro? どうしてその最長老のところへ行くんだ。僕たちの村を襲った奴たちは、それからあなたたち。ブラ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 。Ja, Mann, und wir müssen auf jeden Fall jeden helfen und alles. Kommt her, lass uns dahin gehen. Ja, Mann, sonst sterben alle Namekianer. Das ist das, was ich übersprungen habe. Recht langsam. こいつがドラゴンボールに間違いある。さてと。Keiner weiß, dass ich den Dragon Ball ins Wasser geworfen habe. Vegeta ist schon richtig böse, ne? Richtiger böser Typ. Den nächsten, den Vegeta holen wird, ist Zabon. Los geht's. Wir sind Vegeta und wir sind gut drauf. Aber... genau, da vorne kann man was zu essen kochen. Wir kochen jetzt erstmal was zu essen. Weil, wenn wir Essen kochen, dann ändert das unsere Statuswerte. Guckt, ihr seht das ja hier, Effekt dauert 3 Minuten. Ein Key Abwehr zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch bessere Sachen. Ja, zwei Angriffen, ne? Plus 2%, 3%, 3% auf Nahkampfangriff. Und das kochen wir jetzt auch. Dann sind wir auf jeden Fall für den nächsten Kampf auf jeden Fall gewappnet. Ah, Bruder, ich mache nichts Besonderes, ne? Ich bin am Dragon Ball Stream gerade. Wir sind gerade auf Planet Namek, Bruder. Ich spiele gerade Vegeta, hab mir was zu essen gekocht. Und ja, Mann, jetzt mache ich mich auf den Weg zu Zabon, ne? Kennst du, weißt du den Kampf? Zabon gegen Vegeta. Ja, dahin gehen wir gerade. Hast du dir ein Rollo gegönnt, Bruder? Der Junge gönnt sich einfach Rollo während der Arbeit. Heftig. Ja, erstmal nochmal kämpfen wir nochmal gegen jemanden. Gekleant. Einmal gekleant. So, jetzt gehen wir auf Charakter und verstärken erstmal Vegeta, weil wir haben noch Zabon vor uns und wir haben einmal nochmal Freezer vor uns. Deswegen ist das Schlauste überhaupt, wenn wir jetzt erstmal Vegeta hochpowern. So, welche Attacken setze ich sehr oft ein? Aber wir können gar nichts machen. Erreiche Stufe benötigt. Erreiche 25. Alter. Egal, wenigstens das. Yes. So, wenigstens ein bisschen die kleinen Sachen pushen, ne? Das bringt ja auch schon mal was. So, und hier müssen wir Level 25. Was sind wir denn? Level 24 benötigt 32.000. Was kriegen wir pro Kampf? 4.000, 5.000? Nee, das ist nicht machbar. Da müssen wir viel zu viel kämpfen. Das dauert zu lange. Meteorhammer haben wir hier. Aber wir können ja wenigstens Vegetas Angriff ein bisschen pushen, ne? Und das machen wir jetzt auch. So, damit gehen wir hier auf X und dann tauschen wir. Ja, wissen. So, enorme Kraft und natürlich harter Schlag. So, wir könnten jetzt auf jeden Fall, wir könnten jetzt aufleveln uns. Schauen wir mal ein bisschen hier rum. Gibt's hier irgendwas? Nein, gibt's nicht.
Also machen wir das jetzt ganz einfach. Wir kämpfen jetzt einfach. Gesundheit, Dankeschön. Yo, zuibun shisashiburi da na, Zabon-san. Zabon-san. Dodoria wa ore ga katazuke sasete moratta ze. Weißt du, was mit dem Ding passiert ist? Er ist Omae-san no ban. Nani? Wir werden ihn jetzt flatten. Dodoria wo Dodoria besiegt? Deshalb ist er nicht wiedergekommen. Ich kann es nicht glauben. Ich höre, habt ihr alle eure Scouter verloren und muss euch aufteilen, um die namekianischen Dörfer zu suchen. Was? Wohl heißt das, Freezer die Dragon Balls hat, die du bisher gefunden hast. Sei verflucht, Vegeta. Freezer wird nicht alle in seine dreckigen Finger bekommen. Dafür werde ich sorgen. Oh, der Kampf geht los. Ich hab... Oh, 23 gegen 24. Das wird ein riesig spannender Kampf. Oh ja, Dürüm hab ich mir gegönnt. Oh, der kleine Schnee hat sich einmal Dürüm gegönnt. Heftig, der Typ, Alter. Ich bin gespannt, ob wir mit Sabon genau solche Probleme kriegen werden wie Dodoria. Oh, Junge. Ich habe das Gefühl, dass dieser Kampf einfach wird und danach, nachdem er sich verwandelt, wird richtig schwer. Weiß ich jetzt schon, die haben das bestimmt extra so gemacht. Aber solange wir mit richtig viel Energie überleben, ist alles gut. Dankeschön, Bruder. Ich wünsche auch viel Spaß auf der Arbeit. Ja, Bruder, wir können ja morgen auf jeden Fall was essen gehen, wenn du Lust hast. Ja, und dann zocken wir definitiv. ただその性で貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。 圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。Der sieht echt hässlich aus, ne? Einfach eiskalt hässlich, so richtig fett. Wie so ein Schweinchen. Mit seinen ganzen Warzen in der Fratze. Tondago-san-datta-na. Oh, und wir wurden gleich weggeklatscht. せっかく貴様が腕を上げたのに また逆転してしまったぞ. Wer war denn der Sabon wegklatscht? War doch Dings, Vegeta, warum klatschen wir ihn nicht weg? Kizetsu-shita-ka. まだ死んでもらっては困るぞ. Das letzte Mal, dass ich Dragon Ball Z geguckt habe, war echt lange her und ich kann mich gar nicht dran erinnern, wer Zabon weggeplättet hat. Ja, genau, so war das. Wir helfen, genau, Zabon hilft Vegeta. Vegeta kommt aus diesem Dings raus, aus dieser Regenerationskapsel.
klaut zwei Dragon Balls, versteckt zwei Dragon Balls, Saban kommt ihn auf die Schliche, verwandelt sich in ein Monster und weil Vegeta fast gestorben ist, hat er jetzt mehr Kraft erlangt und dann plättet er Saban in seiner Monsterform. Genau so. Der Oberälteste wird uns jetzt empfangen. Dekai. Yōkoso. Anata wa chikyūjin desu ne. Das ist ganz ungewohnt. Waga kōdende o tasukete itadaita de o itai. Das alles auf Japanisch zu hören, wenn man die Serien auf Deutsch und Englisch durchgeschaut hat. Arigato. Da muss ich ja ehrlich sagen, dass ich die deutsche Synchro definitiv besser finde als die japanische. Kann man nicht jetzt zu jedem Anime sagen, in Deutschland, gerade so die neuen Animes sind alle sehr schlecht synchronisiert, meiner Meinung nach. Deswegen überflügelt japanische Dub meistens immer, aber ich finde bei Dragon Ball, der beste Dub ist wirklich deutsch. Auf Deutsch hört sich die Serie so geil an, so ernst. Das ist schon krass. Und da sieht man wieder, dass Krillin ein Ehrenmann ist. Dieser Typ hat einfach Eier, der ist da für seine Freunde, der kämpft, der macht alles. Weißt du, obwohl er so ein kleiner Midget ist. Nani?地球にもドラゴンボールがナメック星人。その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗った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 。その昔、この星の危機の時に宇
こっちの5個がフリーザってのが多分持ってて。ほら、die Mischen bekommen wir daraus. Vegeta が村を襲っているって言ってた。それも。Bla bla 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 bla, Mann, bla. Ganz Zeit bla kann ich mir auch nicht mehr anhören. Oh, was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Ja, Bulma, erzähl nicht so viel, bitte. Erzähl nicht so viel, ich will wissen, welche, was das für Maschinen da hinten sind. Ach so. Wir müssen Sachen kaufen, obwohl wir gerade die Erde retten wollen. Ey, das ist echt traurig, ne? Und das auch noch zu solchen Bucherpreisen. Mensch, mir. Ah, wir haben ja aber ganz viele Sachen. Wir können ja auch eigentlich Sachen verkaufen. So. Also, Ultra High Limonade. So. Bestienfleisch haben wir genommen. Bestienfleisch 52. Ein Tauschgegenstand kann zu einem hohen Preis in Läden verkauft werden. Also, diese Sachen werden nur verkauft. Habe ich richtig, ne? Oder können wir die anziehen? Das ist immer bei den Sachen so. Ich möchte die nicht unnötig ausgeben. Könnt ihr das nachvollziehen? Weil vielleicht brauchst du das, ne? Es gibt so viele Spiele, Dragon Quest und bla bla bla. Da hast du diese Gegenstände, kannst du sammeln. Kriegst du auch nur einmalige Gegenstände ab und zu, dann verkaufst du die und dann hast du die eigentlich gebraucht für irgendwas. Also deswegen machen wir hier den Fehler nicht. So, gehen wir jetzt auch mal auf Community und stärken unser Community Board. So, Son Gohan und Piccolo sind auf jeden Fall keine Freunde. Vegeta ist gut für diese Community. Was ist das? Götter. Erwachsenen. Nein, auch nicht. Abenteuer. Seht ihr das? Jeder Charakter hat bestimmte Punkte oder gibt bestimmte Punkte. So, die gibt 3. Die gibt hier 1. Die gibt hier 5. 1, 7. Also sind das Entwickler. Sozusagen. Ja, dann holen wir mal die andere Community auch her, ne? Da haben die 4, da haben die 2, da haben die 3, da haben die 2, da haben die 8. So, jetzt holen wir Schuh auch her. Komm her, Schuh. Entwickler. 6, 3, okay. 6 ist gut. Dragon Ball wo sagashi. Ano Kozou ga kimasu. Die Pilaf-Truppe. Seni-Kosten beim Baum, minus 10%. Okay, hier sind die Götter. Hier sind die Erwachsenen, oder ist sie erwachsen? 1, 7. Ah, die kochen. Pool kocht nämlich auch. So, wen haben wir dann noch? Meister Roshi. Ah, hier stimmt ja. Meister Roshi hat hier seinen eigenen Erwachsenen-Board. So. Nein. Vegeta hat 6 beim Kochen und 6 beim Bauen.
und erwachsen ist er auch gleichzeitig. Verkaufspreis für Gegenstände? Nein. Erholungsgegenstände? TP plus 1%? Nein. Wir müssen den hier einbauen. Wir bauen den auf jeden Fall hier ein. Ja, das war's so mit unserem Ding. Was haben wir hier? Sehenabzeichen. Habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, aber wir werden definitiv richtig viele Gegenstände und Medaillen noch kriegen. Hier können wir nichts machen. Gegenstände haben wir nur 2 Stück. Okay, Son Gohan hat einen Gegenstand. So, auf jeden Fall speichern wir erstmal ganz kurz. Und schon geht's weiter. Na, ah, wir müssen den kleinen Namekianer hier helfen. Mach dir keine Sorgen, wir plätten den schon. Wir plätten die alle für dich, kleiner Mann. Kleiner Piccolo. Bla 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 bla. Komm her, lass uns kämpfen. Ja, ja, ja. Pa, 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 pa. Ich bin Son Gohan. Son Gohan ist so. Und der erste ist platt. Pap. Der nächste. Du hast keine Chance. Tak, 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 tak. Maschine. Masenko. Und jetzt platten wir dich. Tak. So. Jetzt bin ich aber sauer. Ja. Wir haben auf jeden Fall Glück, dass das Haus heilig geblieben ist. So, kleiner Namekianer. Ja, ich habe auch noch nie Piccolo was essen gesehen. Son Gohan ist so ein super Junge, der holt alles zu essen. Such halt Son Gohan namekianische Früchte. Los geht's. Wir sammeln die besten Früchte, die es hier weit und breit existieren. Oder gibt. Was ist das? Ah, namekianische Früchte, okay. Und wieder zur Rose. Wieder nach... Wieder zurück zum Dorf. Na 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 na. Juhu!
Ach, 4 Stück braucht er. Aber das ist aber hart. 4 Früchte. Kann er nämlich selber holen oder was? Eine Frucht ist okay, aber doch keine 4, Mensch. Zwei von 4 namekianischen Früchte. Wo sind die anderen Früchte? Oh nein, wir haben den Berg zerstört. Das war auf jeden Fall nicht gut. Hallo, was geht ab? Juhu! Boah, perfekt auf den Kopf gelandet. Ah, you don't speak German? Yeah, I can speak a little bit English. Hello, my friend. How are you? I can tell you I'm 100% definitely worth it because I played every Dragon Ball game and I play a lot of RPG games, but I never thought I would buy a RPG game on the first day, and I was totally surprised with this game because there's so much to look at or to find very valuable or big quest, and the story is very good and detailed, and what I think the best part of this game is the gameplay is very dynamic, very good gameplay. It's I can show you the gameplay. The gameplay, the fight is very, it's very good. So you can see, like this teleportation. Look, it's very cool. And the best of it, I think, the game is not so easy. You have to spend a lot of time in training or to look for good items to support you. So I think the game is worth it. I bought the game, and I'm very happy with it. Yeah.
So now I go to the when you look to the red symbol on the card on the map, and this symbol is the quest, is the story quest, and the story quest is very cool. It's very good animated. So this game is very fun. It's very fun. Appreciate it, my friend. I hope you understand everything that I told you. なんだ今の爆発は。まさか。 メディカル マシーンにはいないだと。 おのれ。 どこに逃げよった。 ベジータ。 早く! 早く探しなさい! あったぞ! ドラゴンボールだ! 確かに5個揃ってるな。 だが5個すべてを持っては逃げ切れん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。 まさか。 ベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って。 ドラゴンボールが。 あの野郎。 なんたる醜態ですか。 今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。 1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったら、 この私があなたを殺しますから。 Thank you, my friend, for the follow. I appreciate it. サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。 もちろん私にかなうわけありませんが、 あった、あったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあみやがれフリーザめ。ついにやつのドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めたやつを入れれば、あとはたった一つで7個すべてが揃う。ん？強い戦闘力か。ザーボンか。すげえや。 俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様のとこに行けば、お前はもっともっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の。なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。 Ey Bruder, jetzt haben wir einen englischen Follower gekriegt. Vegeta, Itai, doko ni?
このままでは私の命はフリーザ様に。Du, du, du, du. Du hast mich nur geliebt. Heftig, Digga, du guckst dir das immer noch an, oder was? Du musst ja richtig Langeweile, Bruder, dass du mich guckst. Ach, Bruder, das sowieso, Bruder. Wie gesagt, ich mache mir darüber keinen Kopf, weißt du, was ich meine. Das Einzige, über was ich Kopf mache, ist Pupsi. Aber so ein leiser Pupsi. Ja, Bruder, du bist sowieso der Pusher, weißt du, was ich meine? Ey, ich trage Pusher. Benötiges Ki, ein Manu gezielt Sizuki, man hohe Treffer und kann gegen mehrere Gegner eingesetzt werden. Besiege alle Gegner. Raditz, Vegeta, Raditz und Nappa. Oh, nein, das ist zu viel. Ist too much, Bro. Ist too much. Aber man muss ja sagen, unsere Englischkenntnisse sind echt schlecht, ne? Also ich dachte, ich könnte ein bisschen besser Englisch reden, aber das war ja katastrophal. のわかる最長老さんでしたよ。そうだ、ブルマさん。ご飯はあいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ピュピュピュ。Was soll er machen, ne? Ey, wir sind halt Deutsche. ベジータが襲った村のあたりで、レーダーに映ったのよ。Kurdische Let's Play。本当ですか？何？この木はまさか？ベジータ！Alter, ich muss morgen früh zum Arzt, ey. Um 8 Uhr auch noch. Hör gar keinen Bock. Igaina Tokoro de atta na, Chikyūjin. Shimatta. Tsuyoku natta no ni ukarete, aitsu no ki ni kiga tsukanakatta. Sore ni Vegeta no scouter to ka iu kikai o tsuke. Sono daiji sou ni motte iru Dragon Ball o miru. Bavo Guerrilla. Motteki wa unaji rashii na. Ii ka. Ore ni wa sono ball o itadaku mae ni suru koto ga aru.だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。え、来やがったな。ずいぶん舐めたまに貴様のおかげでフリーザスももう一度半殺しにしてやってみろよ。降臨やと。これエクリゲね、リフェッサク。やはり油断してやがる。Ja, der Typ hat auf jeden Fall echt viel Leben jetzt. 100.000 ist gut. Wir ziehen auch nicht so viel ab. Ah, Bruder, Alter, das Lustige ist, mein Monitor ist immer noch nicht gekommen. Ich habe heute, auch noch heute, ich habe heute eine Nachricht gekriegt von MediaMarkt. Guck mal, das Ding ist, erstmal ist der Monitor komplett ausverkauft. So, also muss ich zum MediaMarkt und mir den bestellen. Dann haben die gesagt, das dauert so ungefähr 10 bis 9 Werktage. Jetzt habe ich nach 10 bis 9 Werktagen habe ich eine E-Mail gekriegt gehabt, dass das sich verlängert auf den 6. auf die 6. Kalenderwoche, Alter. Das bedeutet, der kommt erst in 2 Wochen. Und ich habe gezahlt 245 Euro. Boah, er hat uns gut abgezogen. Er hat 245 Euro, 144er HZ. Den kannst du bei Amazon sehen. Der heißt AOC. Das ist die besten, eine der besten Marken überhaupt
die Monitore zurzeit, ne? Also der wird sehr oft gespielt. Ja, AOC 27 Zoll, der ist curved. Oh, wir werden hier weggeklatscht, Alter. Finish! Ja, 27 Zoll, curved AOC. Das ist eine gute Marke. Das erste Mal, wo du auf 144 HZ spielen, weißt du, das ist, also Ozu beschreibt das als komplett anderes Spielerlebnis, weil das ist so flüssig. Gerade mein Rechner braucht sowieso so ein Baba-Bildschirm, weil sonst kann er nicht mal ausgelastet werden. Mein kleines Baby hier, ne? Monster, Digga, das ist ein richtiger Monster. Er nennt Krillin Locke, obwohl er keine Haare hat. Dragon Ball sae te ni haireba, Zako nado to asonde ite mo imi wa nai. Kore de ore wa eien no inochi. Ich bin Kroate, 19 Jahre. Super Power Protein, Bruder, für die Muckis. Romantische Schürze und Stoffpuppe Shenlong. Der kleine Shenny. Was machst du eigentlich so nebenbei, Bruder, gerade? よ、気配が。何者だ。さっさと。待って。こう、カカロットドラゴンボール。プレゼントされた貴様の仲間の。そうしてほしいんなら、今から感謝しろ。全てのドラゴンボールが集まった祝いに。全ての。 その手に持っている。そんなでかい時計しか作れんような科学力でよくこんな星まで来れたもん。ところでカカロットの野郎がここに来ているのか。Morgen spiele ich erstmal ein bisschen lange Rainbow Six Siege. Sag mal so gegen 18 Uhr spiele ich Siege. Ja, Dragon Ball denke ich dann, sag so um 22 Uhr oder so. 22 Uhr oder 24 Uhr, je nachdem, ne? Wir gucken einfach mal morgen. Kann auch sein, dass ich morgen Resident Evil streame. Ich weiß noch nicht, oder? Wir gucken einfach. Ja, auf jeden Fall irgendwas werde ich streamen. Ich werde dir auf jeden Fall eine kleine Nachricht senden. Son Gohan, er kichert. Er hat den Dragon Ball nicht gefunden. クリリンさん、やったぜ。そいつを待ってたんだ。ごはんくん偉い。実はさっき大体はわかります。え、このボールはなんとかか。お前もとにかく急ぎ。ない。
あの崖にあった場所はここと地球人のいたところの直線上だった。しかしあのガキが持っていた、あのガキ舐めやがって、許さんぞ。くそ、地球人どもめ、生意気な真似をし、奴らもこっちの持っている六甲をいつか必ず狙う。その時こそ、最長老様からもらったドラゴンボールをベジータに奪われたクリリンたち。しかしご飯の起点によりベジータが7個すべてを揃えることは食い止めた。ブルマたちはベジータの怒りから逃れるため隠れ家を変え、クリリン、フリーザの切り札、ギニュー特戦隊参上。ちくしょう。はあ、はあ、ベジータや奴らに見つからないよう慎重にな。はい。Oh, 7 Stunden und 7 Minuten. Gute Nacht, Bruder. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut, träum was Süßes, meine kleine Maus. Und wir hören uns definitiv morgen. Ich melde mich morgen früh bei dir, kleine Maus. Heide. So, Freunde, das war's. Bis hierhin. Part 2 aufgenommen. Wir sind auf Planet Namek gelandet. Wir haben Dodoria fertig gemacht. Wir haben Zabon fertig gemacht. Wir haben Vegeta den Dragon Ball geklaut. Und jetzt, wenn wir weiterspielen, kommt das Genio-Sonderkommando. Deswegen beende ich genau hier das Spiel. Morgen werde ich definitiv sagen wir um 18 Uhr fange ich an zu streamen. 17, 18 Uhr wahrscheinlich. Erstmal werde ich Rainbow Six Siege spielen. Natürlich mit Kevin und natürlich auch mit jemand anderen. Wir schauen einfach. Jeder, der Lust hat, kann definitiv mitspielen. Ich bin immer offen für solche Sachen. Ansonsten, Freunde, ich wünsche euch eine gute Nacht. Viel Spaß. Bei dem Part 2, wenn ihr den noch nicht geschaut habt, schaltet auf jeden Fall ordentlich ein. Wir haben heute viele Follower gekriegt, was mich sehr glücklich gemacht hat. Dankeschön an meine Freunde, die das Ganze gepusht haben. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall morgen. Schaltet morgen ein. Obi55, die Stream-Maus. Out und Ende. Gute Nacht.